Und als ich dann hier war, hatte ich eigentlich direkt ein gutes Gefühl, so auch ein familiäres Gefühl, dass auch alles hier gut passen könnte. Und deswegen war es dann eigentlich sogar relativ einfach für mich, mich zu entscheiden. Servus Clubfans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Club Couch. Heute an meiner Seite Kaspar Janda. Servus. Servus. Schön, dich hier zu haben. Und wir möchten nochmal ganz kurz einen Rückblick auf Hannover wagen. Da ging es ja defensiv lange gut. Du hast auf der Doppelsechs gespielt. Ist eher eine ungewohnte Rolle für dich. Wie hast du es so erlebt? Ja, ich glaube, dass wir dieses Spiel auf jeden Fall defensiv besser standen. Eigentlich wenig klare Chance zugelassen haben. Dann hinten raus leider ein bisschen unglücklich mit den beiden Gegentore. Aber ja, defensiv glaube ich war es ein Schritt nach vorne. Und ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall dran anknüpfen und dann versuchen, dann das nächste Spiel die Null zu halten. Also erstmal defensiv genauso angehen, ein Stück weit auch. Ja, ich denke schon. Okay, am Samstag kommt jetzt Preußen Münster ins Max-Morlock-Stadion. Du hast in der vergangenen Drittligasaison noch im Trikot der Zebras schon ein Spiel gegen Preußen Münster gemacht. Warst auch sehr gut. Kickernote 2,0. Hast du da noch irgendwelche Erfahrungen an das Match? Wir haben auf jeden Fall sehr viele Chancen gehabt und hätten, glaube ich, auf jeden Fall gewinnen müssen. Aber ich glaube, wir hatten dann am Ende ein bisschen unglücklich auch Forst und Latte getroffen und dann leider nur unentschieden gespielt. Aber dann holen wir dann halt dieses Mal 3 Punkte. Ey, das ist der Spirit. Hilft es dir was für das Spiel gegen Münster, dass du sie jetzt letzte Saison, in großen Teilen ist die Mannschaft in Münster ja, glaube ich, zusammengeblieben, schon mal erlebt hast, dich schon mit ihnen auseinandersetzen musstest? Ja, ich glaube schon ungefähr so was Münster versucht zu spielen oder was sie gerne spielen wollen. Ich glaube, das ist immer ein Vorteil, so wenn man weiß, wie der Gegner spielt, dann kann man sich ein bisschen darauf einstellen. Aber ich glaube, der Fußball ist schon ein bisschen anderer jetzt zu Dritt- und Zweitliga-Verhältnissen. Und ich glaube, die haben auch trotzdem ein paar neue Spieler dazu bekommen. Ich glaube, dann verändern sich trotzdem immer so ein paar Kleinigkeiten. Aber ja, ich habe jetzt noch nicht so viel von Münster gesehen, aber ich bin gespannt. Was sie aufs Feld bringen. Also ganz grundsätzlich, was ist am Samstag wichtig, damit wir die 3 Punkte auch hier behalten? Mehr Tore zu schießen als der Gegner. So machen wir das. Und zu den statistischen Fakten kommen wir jetzt im Gegnercheck. Servus Preußen Münster. Das Gründungsmitglied der Bundesliga ist nach langer Abstinenz endlich wieder in der zweiten Liga angekommen. Der Saisonstart in dieser zweiten Liga gelang ihnen aber nicht wirklich. Lediglich 2 Zähler holte die Elf von Sascha Hildmann aus den ersten 5 Spielen. Dazu gab es eine ordentliche Klatsche im Pokal gegen den VfB Stuttgart. Zuletzt wurde es aber dann wieder ein bisschen besser. Gegen Regensburg konnte man einen deutlichen Sieg holen und gegen Schalke hat man nur knapp verloren. Also, mittlerweile haben sie 5 Punkte geholt. Und sonst? Es ist erst das 6. Aufeinandertreffen überhaupt vom Club und Preußen Münster. 2 Siege für jeden und 1 Remis. Übrigens haben wir uns seit dem DFB-Pokal 1967-68 nicht mehr gegenübergestanden. Also, wir freuen uns auf das Wiedersehen mit Preußen Münster und auch auf das Wiedersehen mit euch, Clubfans, im Max-Morlock-Stadion. So, das war die Bilanz und alles Weitere gegen Preußen Münster. Und jetzt kommen wir zu den Insta-Fragen, die ihr Kaspar stellen konntet. Und wir steigen diesmal auch wieder mit einer Spielerfrage ein von Tim Janisch. Und du musst uns da jetzt echt weiterhelfen, okay, weil wie er das meint. Wer ist der ödeste 2-Kontakte-Spieler aus der Mannschaft? Ja, ich glaube, öde sagt er wegen mir, weil in Münster sagt man halt, wenn was nicht so gut ist, sagt man öde. Und ich glaube, hier sagt man das dann halt nicht so. Das habe ich jetzt auch schon öfters gehört, dass man auch, wo ich vorher noch in Duisburg war, war öde auch nicht so gang und gäbe. Deswegen öde ist so, ja, nicht so gut. Und ja, ich möchte da jetzt keinen vorne in den Vordergrund stellen, wer der ödeste Spieler ist. Deswegen lasse ich das jetzt mal unbeantwortet. Okay, lass mal so stehen. Mick möchte von dir wissen, was war denn dein erster Gedanke, als du erfahren hast, dass der Club Interesse an dir hat? Natürlich war das erstmal eine Ehre, weil der Club ist ein Riesenverein und das, als ich gehört habe, dass er Interesse hat, war ich natürlich auch dann selber sehr daran interessiert, mir das alles anzuhören und auch hier das alles kennenzulernen. Deswegen ja, war es eine Ehre und ich habe mich sehr gefreut. Wie war die Entscheidungsfindung? Also was waren vielleicht auch die absoluten Gründe, dass du dann hierher gekommen bist?
ja, die Gespräche mit den Verantwortlichen einig. Und als ich dann hier war, hatte ich eigentlich direkt ein gutes Gefühl, so auch ein familiäres Gefühl, dass auch alles hier gut passen könnte. Und deswegen war es dann eigentlich sogar relativ einfach für mich zu entscheiden. Also gut angegliedert auch. Ist ja, ja auch sind viele neue, also du hast jetzt ja gar nicht eine bestehende Mannschaft gehabt, in die du dich eingliedern musstest, sondern es war ja für viele was Neues hier. Gut, wie hat denn deine Fußballkarriere begonnen und was hat dich motiviert, Profi zu werden? Ich glaube, ich habe erst mit 8 im Verein angefangen, also ich glaube relativ spät erst. Aber ich habe 2 ältere Brüder, mit denen habe ich schon immer im Garten gespielt. Also ich habe trotzdem sehr früh angefangen, Fußball zu spielen, aber eben erst mit 8 im Verein. Und ja, weil meine Familie eben auch Fußball begeistert war und ich glaube, fast jeder kleine Junge eigentlich so den Traum Fußballprofi hat, war das eigentlich so meine Motivation, dann auch irgendwie mal oben anzukommen. Gibt ja auch mal schwere Zeiten so auf dem Weg nach oben. Wie hast du sowas überwunden, also auch Rückschläge? Ja, ich hatte das Glück, meine Kindheit eigentlich immer zu Hause zu wohnen. Ich glaube, das ist ja auch nicht bei jedem mittlerweile. Da sind ja auch viele schon von zu Hause weg. Deswegen habe ich da immer viel Unterstützung bekommen, auch von meinem Papa vor allem. Die haben es mir eigentlich immer leicht gemacht. Und für mich war es eigentlich immer so im Vordergrund, dass ich einfach nur Spaß haben wollte. Und bei diesen schweren Phasen war dann halt so, ja, es gibt auch mal Wichtigeres als Fußball. Dann versucht man halt, keine Ahnung, sich mehr mit Freunden zu treffen, mit meinem Papa zu sprechen und dann aber trotzdem einfach immer weiter Gas zu geben, weil mehr kann man ja eigentlich eh nicht machen, Gas zu geben, versuchen sich anzustrengen, besser zu werden und dann nach schlechten Tagen folgen auch immer gute Tage, deswegen, ja. Gute Einstellung auf jeden Fall. Jetzt geht's ja gegen deinen Heimatclub und deswegen will Linus auch wissen, ob du deswegen angespannter bist vor dem Spiel. Nee, angespannt jetzt eigentlich nicht. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Spiel für uns insgesamt, dass wir jetzt hier auf jeden Fall die 3 Punkte holen müssen. Aber weil es jetzt Preußen Münster ist, nicht angespannt. Aber ich freue mich vielleicht ein Stück mehr, weil es eben gegen meine Heimatstadt ist und viele Freunde von zu Hause auch zuschauen und auch interessiert sind. Wie ist das? Ich kenne leider nicht so viele jetzt in der Mannschaft oder eigentlich gar keinen, also persönlich. Deswegen ist es jetzt für mich auch nicht so besonders, außer dass es eben meine Heimatstadt ist. Aber ja, ich freue mich mehr, aber angespannt halt nicht. Ist auch schon ein paar Jährchen her, dass du bei Münster gespielt hast. Da warst du schon ein bisschen unterwegs. Gut, dann sind wir schon bei der letzten Frage. Ein Spieler, gegen den das 1-gegen-1 keinen Spaß macht? So, mit dem ich hier in der Mannschaft? Hier in der Mannschaft, vielleicht auch in einem Punktspiel, wenn dir irgendjemand Konkretes einfällt, den du schon öfter auf dem Rasen vor dir hattest. Also in der Mannschaft muss ich sagen, dass Jens Kastrup, vor allem wenn er defensiv gegen dich ist, das ist schon sehr eklig. Und sonst im Spiel fällt mir jetzt eigentlich gerade so speziell keiner ein. Ich habe mal mit John Yeboah zusammengespielt in Duisburg ein halbes Jahr und der war auch schon sehr, also das war eigentlich so der beste Dribbler, mit dem ich zusammengespielt habe, der war schon sehr gut, deswegen würde ich den da jetzt auch vielleicht noch nennen. Okay, dann haben wir ja 2 Namen gehört. Damit sind die Fragen auch beantwortet und zum Abschluss der Clubcoach-Folge darfst du jetzt noch auf die Dartscheibe werfen. Wir sind beim Abschlussspiel angekommen, Darts, und bevor ich dich werfen lasse, was ist denn dein Spitzname für Scoreboard? Kass würde ich nehmen. Kass, C-A-S. Ja, ja. Okay, schreiben wir so rein und dann, die Dartscheibe gehört dir. Sind das 2? Jawohl. So, 31 Punkte sind es geworden. Damit hast du immerhin mal Lubach, Flick und Pick hinter dir gelassen. Sehr gut. Ich glaube, damit kann man leben, oder? Das war's dann auch für heute mit der Clubcouch. Los geht's am Samstag um 13 Uhr im Max-Morlock-Stadion. Ich hoffe, wir sehen viele von euch da. Und du hast auch noch was zu sagen? Ja, lasst ein Like und ein Abo da. Und bis Samstag. So machen wir das. Macht's gut, Clubfans. Servus. Ciao.